Hey! Da seid ihr wieder. Der Irre ist auch schon wieder unterwegs. Der war wieder irgendwo einkaufen. Hat sich was ganz Tolles ausgedacht, um zu sagen, wuhu, jetzt! Er schafft es nicht! Ich werde das Produkt einfach analysieren, Zutaten aufschreiben, den Flo zum Einkaufen schicken, locker flockig das Produkt nachbauen. Mein Gott, das ist ja nicht schwer, oder? Irgendwas Süßes, was zum Backen, ein Bonbonchen. Oh, ich höre schon. Du fragst dich wohl, warum ist der Boy so am Litbien? Ich kann es dir sagen, die Antwort ist in der Case. Boah, ist das peinlich, ne? Also ich habe mich ja seltenst fremdgeschämt, aber jetzt gerade wirklich. Du siehst so scheiße aus. Mir geht's gut. Ich habe mich einfach mal wieder dem Produkt entsprechend in Schale geworfen. Und ich muss sagen, ich sah selten so gut aus. Komm, mach mal auf. Ja, das ist jetzt irgend so ein Gangster-Snack, weißt du? 1, 2, 3, 1. Spannend, oder? Warte mal. Das ist kuratiert hier. Ja. Wir denken uns ja immer mal wieder was Neues aus. Es ist immer ein bisschen was Besonderes, ne? Ja. Es ist auch mal ein besonderes Produkt als erstes, damit du alles erfasst. Sehr geil. Du wirst gleich ein Video sehen, Sebastian. Dieses Video ist gleichzeitig auch deine Anleitung für das Produkt. Wir drehen heute mal den Spieß rum. Und es geht, wie du schon erraten hast, um einen der größten Rapper unserer Zeit, der auch sehr tätowiert ist. Meine Chain sieht aus, als wären Glühbirnen drauf. Zitroneneis käme in meinen Ohren und im Mouth. Und ich dachte mir, damit wir auch irgendwie ein bisschen in den Vibe kommen, habe ich Tattoos vorbereitet. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Und ich weiß nicht, wo du mich hinmachst. Das ist dir frei, das ist dir überlassen. Ich weiß ganz genau, wo. Auf nicht die Arschbacke. This is above my pay grade. Dann versuche ich das jetzt mal abzuziehen, mal schauen, ob es schon klappt. So. Ich kann das auch einschurzen, wenn du willst. Hab die Folie nicht abgemacht. Du bist so blöd im Schädel, wirklich. Ja. So, und jetzt du. Komm her. Ah! Halt die Fresse. Du bist jetzt legificated. Du siehst total anders aus. Ja, aber jetzt mal, können wir mal zum Thema kommen? Wir kommen jetzt mal zum Thema. Also, was soll ich denn jetzt nachmachen? Eine Goldkette oder was? Nee, Sebastian, ich lasse dich jetzt alleine. Ich nehme den ganzen Bums mit. Und du schaust dir einfach mal das Video an, beziehungsweise... Warte mal. Du wirst dir keine Zutaten aufschreiben müssen, weil alle Zutaten sind da drin. Wir haben schon alles da. Notification, geil! 10 Ketten und ich hab sie alle. Ey, that boy no plug, I'm cooking. Trap House Kitchen. That boy no plug, I'm cooking. 10 Bitches, Money Boy. Heute kochen wir Orange Chicken, let's get it. Jo, ich bereite erstmal alles vor. Hier haben wir schon abgechoppt. Jungzwiebel, Garlic. Warum redet der denn Englisch und Deutsch zusammen? Ist das Denglisch? 3 Esslöffel Sojasauce, 2 Tablespoons Cooking Wine, 1 Tablespoon von Sojasauce mit Mushroom Geschmack. Der macht Orange Chicken, das ist einfach nur mariniertes Huhn, das wird nachher ein bisschen glasiert. Ich glaube, das ist was vom Panda Express oder so aus Amerika. Und zu guter Letzt 1,5 Cups heiße Hühnerbrühe. Let's get it. Wie schärft er sein Messer? 450 Gramm Chicken Breast, wir schneiden das jetzt in schöne, gefällige Stücke. Let's get it. Das ist das Zeugs eigentlich, was sie immer in diesen berühmten Pappkartons sich reinpfeifen. Das ist genau das Produkt. Ein Eiweiß. Ja. Und ein 1/8 Cup Sake. Fast die Geheimzutat vergessen, MSG, Monosodium, Glutamat. Ja klar, mit Glutamat. In der Zwischenzeit ist die Brown Sauce abgekühlt. Hier fehlt dann sie durch dieses Sieb ausdrücken. Also er macht das ja schon ganz gut eigentlich, ne? Also auch alles filtriert und nochmal nachgeguckt. Das ist jetzt und ganz schön viele Zutaten, ne? Also das ist jetzt nicht mal eben was du um die Ecke im Supermarkt dir alles kaufen kannst. Da ist schon einiges drin. Ne? Die Chicken Breast frisch aus dem Kühlschrank mit einem 1/4 Cup 30 Gramm Maisstärke vermengen. Natürlich mit Maisstärke, der Klassiker.
Wenn er es gut gemacht hätte, noch ein bisschen Mehl und dazu gebracht. Und gut so lange mischen, bis kein Pulver mehr zu sehen ist. Pflanzenöl und bearbeitetes Fleisch weiter. Das ist aber, verstehe ich nicht wirklich. Warum macht ihr da Pflanzenöl rein? Ich würde ein bisschen Weizenmehl zugeben, dann hätte man eine schönere Kruste. Und weil das soll ja im Nachgang, wird das ja nochmal glasiert in der Soße. Wir preparen jetzt die Sauce für das Orange Chicken. 1/4 Cup Zucker. Jetzt 2 Esslöffel chinesischer Essig. Vinegar. Jetzt kommt die Brown Sauce zum Einsatz, 1/2 Cup Siehste, Brown Sauce ich oder Base. Die Brown Sauce ist eine Mixtur aus jeglichen Fertigsoßen, die so das China- oder Asia-Marktregal so hergibt. Von Mushroom-Sauce, Panda-Sauce, dann war Hoisin-Sauce, ist eine Pflaumensoße mit dabei. Ein bisschen Brühe war mit dabei, Ingwer dabei, Frühlingszwiebeln war mit dabei. 1 Cup of Orange Juice. Wir frittieren das Chicken. Was ist das für eine Challenge hier, Leute? Wir machen den Second Batch, die zweite Ladung. Wow, goldbraun gefriedes Chinese-Style Chicken. Also, das kann ja richtig lecker werden, ne? Das Hühnchen ist garantiert extra durch. Außen crispy, innen juicy. Okay, ich würde es einen Ticken anders machen. Auch die Soße ist okay, die kann man genauso machen, weil gerade auch die fertigen Soßen, die bringen ja schon einiges mit an Geschmack, an Bindung und. Wenn man da auf die Zutatenliste schaut, das ist schon einiges, was in so fertigen Asiasoßen drin ist. Wir brauchen Orange-Zest, Orangenschale, unbehandelte Orange. Okay. Jo, wir finishen das Gericht in einem Wok. Frühlingszwiebel. Das ist wirklich wahr, ne? Ich kenne ganz wenige chinesische Gerichte, wo keine Frühlingszwiebel reinkommt. Kommt überall Frühlingszwiebel rein. Frühlingszwiebel ist einer mit der grundlegenden Geschmackskomponenten der chinesischen Küche. Aber das Gericht kommt ja gar nicht aus China. Das ist amerikanisch. Orange Zest, Orangenschale, rote Chili, Garlic, auch genannt Knoblauch. Garlic, auch genannt Knoblauch. Das ist schon ein bisschen lustig. Also okay, ne? Also das ist, glaube ich, auch so sein, ja, sein Image. Ja. Was er da macht. Und er hat ja Erfolg mit seiner Musik. Und dann ist ja alles cool. 1/2 Cups von der Orange-Soße. Entweder lässt er sie runterkochen oder er bindet sie ab, damit die so richtig schön glasig, schleimig wird. Geheimnis der chinesischen Küche. Maisstärke mit Wasser. Natürlich wird's abgebunden. Sodale, wir adden das zu der Soße. So wird sie schön eingedickt, wie man das von chinesischen Gerichten kennt. Schön. Genau so. Und jetzt kommt das Chicken dazu. Mmh, hört ihr, wie crispy das Chicken ist? Ja, da gut gemacht, und ne? Und zu guter Letzt. Reis dazu und ab die Luzi. Guckt euch das an. Oh. Ja, ist klar, ne? Also ein bisschen frittierte Hühnerstücke. Und eine sojabasierende Orangensoße. Also du sagst, es ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Sebastian, ich habe das erst vor wenigen Monaten gegessen, Orange Chicken. Ja. Ich habe den Geschmack immer noch im Mund. Ich schmecke zwar nichts mehr, aber diese Schleimigkeit, diese Cremigkeit dieser Soße, da möchte ich hin. Und das ist ganz schwer. Das ist ganz schwer. Eine mit Stärke abgebundene Soße so hinzubekommen. Ich bin, jetzt mal ganz ehrlich. Es muss aber gleichzeitig genauso aussehen wie bei Moneyball. Ja, das ist schon bewusst. Es wird genauso. Du bekommst auch keine weiteren Zutaten. Du bekommst genau das, was er verwendet hat. Ist wunderbar. Gar kein Problem. Mein Gott, das ist doch nicht so schwer. Sebastian, ich hole dir jetzt die Zutaten, dann sehen wir uns in der Küche wieder und dann kannst du mal hier mal eine Nummer hinlegen. Tschüss. Hallo Leute, ich bin's, Lege, Mr. Cashman. Heute rock ich so richtig das Orange Chicken für euch ab, Mann. Gangsters wollen spitten, doch mein Swag ist so official und mein neues Mixtape gibt es nur als Crack Dealer Edition. Ich sehe, der Boy ist schon am... Wey, ist so richtig geil hier. Ja, ich merke, an dir ist einer verloren. Ja, aber das Klimper... Aber die Kette kannst du abnehmen. Ich hab nämlich noch ein weiteres Gadget für dich. Nein! Weil, wenn schon, denn schon, ich hab dir die Original Trap House Kitchen Schürze besorgt. Alter. So. Die steht dir. Ist eine geile Farbe. Komm her. Wow, jetzt kann ich so richtig so Chicken in the Orange Sauce machen. Und wie ich bei Marie Antoinette mach ich. Und ich glaze das ein bisschen so. Et voilà. Petit Schleife. Boah, ab ehrlich, ey, du Vogel, ey, verzieh dich. Bing, bada bang, bada boom. So, aber wir müssen das ja so richtig authentisch machen. Und wir machen hier, wir droppen the Mocken und wir. Boah, Alter, ich kann mich. Das geht gar nicht. Ich krieg diese. Jetzt habe ich noch diese Schürze an, ne? Jo, dieses Versace-Shirt, 550 Euro. Das soll natürlich keine Flecken bekommen, also darum ist es Zeit für den Kitchen Drip.
Die Kette müssen wir so ein bisschen positionieren hier, weißt du? Das irgendwie gefällt mir. Ja, die liegt hier vorne, so. Bam. So, wir müssen jetzt erstmal richtig das Chicken marinaden, weißt du, marinaden. Huhn. So. Das Hühnchen hat er mariniert. Das ist der Kochwein. Dann Sesamöl. Jetzt machen wir erstmal die Marinade dafür. Ja, der hat ja mit der Soße angefangen. Aber das Huhn soll ja eigentlich schön mariniert werden. Einige Frühlingszwiebeln waren da nicht dran. Ein bisschen Salz brauchen wir noch. Blätt, blätt. Ordentlich MSG. Ich mache ein bisschen Sojasauce ran. Aber nur wirklich einen ganz kleinen Müh für den Geschmack. Und ich mache auch noch ein bisschen Orange an das Hühnchen. Hat er nicht gemacht, aber wird dadurch richtig gut. Der Flo schmeckt sowieso nichts. Deswegen, das muss ein bisschen knusprig und glasiert sein. Ich weiß auch nicht, was den geritten hat, irgendwelche Rapper-Kochvideos sich reinzupfeifen. Hey, das kann der Liga auch. So, Huhn marinieren. Lieber Moneyboy, ich optimiere jetzt kurz mal dein Rezept. Es wird wirklich besser und wesentlich einfacher. Hm? Notification Gang Check. We lit. Rein damit. So, Soße. Ach hier, ich mache mir gleich einen Frittiertopf, weil dann ist das Ding gleich heiß. Hier. Und dann fryen wir so richtig das Chicken. So, jetzt brauchen wir für die Soße. Da hat er ja willkürlich irgendwelche Fertigsoßen zusammengekippt. Er hat das ja schön nach Rezept gemacht, das muss man ihm lassen. Also auch wirklich, ne, wie sich das gehört, cupweise, aber das brauche ich nicht. Finger licking good, real track food. So. Dann machen wir das so. Chicken Stock hat er reingemacht. Ist auch schön, wenn man die Sache nicht sieht. Aber das ist eine Mushroom Sauce. So, dann kommt da Sojasauce rein. Ein bisschen Essig. Sesamöl hat er überall rangehauen. Kochwein und Ingwer. Er hat das ja mit dem Löffel gemacht. Sehr vorbildlich. Motherfucking Löffel. Aber ich kann das auch dünn mit dem Messer schneiden. Das ist auch, das Fett ist auch gleich heiß. Was mich gewundert hat, er hat gar keinen Knoblauch genommen. 1 bis 2 Teaspoons Garlic. Normal so typisch für diese chinesisch-amerikanische Küche ist immer die heilige Dreifaltigkeit. Knoblauch, Ingwer und Chili. Aber hat er gar nicht gemacht. 10 Bitches und ich mach sie alle drunk. Wir brauchen gleich Stärke. Ach, das sieht doch jetzt schon top aus. Da können wir auch jetzt schon den Orangensaft zupacken. Und er hat Hühnerbrühe dazu gegeben. Das haben wir hier in gekörnter Form. Die haue ich nämlich nur so da rein. This is Million Boy League! Jetzt hat die Soße auch schon so ein bisschen die Farbe. Oh, perfekt. Aber wir haben eins vergessen. Sriracha. So. Das können wir nämlich hier schon beiseite packen. Jetzt haben wir hier unseren Wok, unser Frittiertopf. Dann machen wir uns ein bisschen Küchenpapier in den Wok. Dann können wir das Huhn, kann da wunderbar abtropfen. So, ein bisschen Reis kochen wir noch. Reis, den waschen wir jetzt erstmal schön. So, jetzt waschen wir schön die Stärke ab. Das sieht ganz gut aus. Reis haben wir auch. Das Öl ist heiß genug, das Wasser ist jetzt langsam auch raus. Oh, hier mein geiles Orange Chicken, ist so richtig nice und crispy gleich, wenn ich das richtig mit Stärke so ein bisschen mache. Ich würde noch ein bisschen, damit es geiler crispy wird, ich habe doch irgendwie noch so ein paar Eiweißpulver hier. Geil, ich habe noch ein paar Gluten. Ein bisschen Gluten, 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 Gluten. Dann wird das nämlich richtig nice. So, Stärke. So, jetzt fryen wir so richtig geil, das Chicken, so richtig brown. Ich frittiere das auch gleich alles auf einmal. Gebt nicht zu viel Chicken rein, damit die nicht zusammenkleben. So, perfekt. So, wir frittieren es auch zweimal. Das hat er schon vollkommen richtig gemacht, der gute Money Boy. Ach, guck mal. Money Boy würde jetzt sagen, wow, das Chicken ist richtig juicy and crispy and golden brown. Man, wow. Juicy, crispy, orangey. Und hier, ne, das ist richtig crispy. Ja, richtig geil. Richtig gut. Das sieht auch, ist noch knuspriger. Ja, durch nämlich das Gluten haben wir nämlich so eine Eiweißkomponente, verbindet sich mit der Stärke. Und dadurch macht es diese kleinen Bubbles. Hm? Wie in dem Fried Chicken Fast Food Restaurant, was wir alle kennen. Das ist ein kleiner Tipp. Brett. Snitch. Also immer eine Eiweiß- und eine Stärkekomponente miteinander verbinden. Das ergibt diese kleinen Knusperpocken an der Außenseite.
Und das macht das einfach so lecker. So. Ha? Das sieht doch mal top aus. Dann lassen wir das Huhn ein bisschen ruhen. Das war mein Rap jetzt. Ich bin der most underrated rapper im Business. Dem Reis geht's gut. Das Huhn lege ich hier beiseite, weil ich brauche jetzt den Wok. Zweimal frittieren ist ganz wichtig, damit das Huhn, was innen drin jetzt noch feucht ist, ausdampfen kann. Und dann wird die Außenhaut nochmal wieder abgeschlossen, knusprig gemacht. Und dann hat man diesen glazy, crunchy Effekt, den man so mag. Den das Gericht ja auch ausmacht. Jetzt droppen wir hier die Soße rein. Meine Orange Sauce ist gleich ready to cook. Cornstarch, hätte er gesagt, ein bisschen Cornstarch. Oh, da müssen wir viel. Aber hauen wir halt nicht so viel rein. Das kommt ja immer bei der Stärke, kommt es immer drauf an, ne? Wie viel Flüssigkeit habe ich und welche Konsistenz möchte ich erreichen. Ne? Das ist ja so. So. Jetzt gucken wir gleich mal, wie es aussieht. Das ist auf alle Fälle die Farbe passt. Wunderbar. Er hat ja noch Frühlingszwiebeln dazu gemacht. Die, ach guck hier, Konsistenz gleich getroffen. Jetzt fryen wir die Chicken nochmal hinterher. So, jetzt ist mal richtig heiß. Hühnchen rein. Wird dann eh nur noch durch die Soße gezogen. Gucken wir mal das Huhn an. Boah. So, jetzt fryen wir es gleich nochmal hinterher. Ich rufe eben Flo an, weil das muss er jetzt hier frisch probieren. Weil wenn ich jetzt warten würde, bis der dann irgendwie mal wach wird. Aber der müsste mit dem Fegen draußen fertig sein. Also von daher, das müsste gehen. Der braucht was, ne? Der ist ja mit dieser Straßenfegerarbeit, die er da nebenbei macht, das ist ja ein schwerer Job. Ach, wenn das nicht knusprig ist, ne? Und richtig golden brown. Fluffiger Reis und nicht angeklebt. So, jetzt haben wir das Hühnchen hier rein. Unser Orange Chicken. Nice geglazed. Ist das sexy. Jetzt noch ein paar Frühlingszwiebeln oben drauf. Haben wir noch was Frisches. Das Money Boy Orange Chicken. Good. Und das soll eine Challenge gewesen sein? 1000 Punkte. Orange Chicken. Sheesh. What's up, what's up, what's up? Wie deep kann ein Boy fryen? What's up, man? Das ist nur unangenehm. Das sieht verdammt gut aus. Das sieht leider ziemlich geil aus. Alter Schwede. Also mal, ich rieche halt nicht so viel, aber was ich hier sehe und was mir wichtig war, ja. Du solltest ja kochen wie Moneyboy. Ja, hab ich. Und du hast hier nur 3 Zutaten genommen. Ich habe normal, das ist diese ganze Liste, das ist das ganze Rezept. Mhm. Der hat hier 200 Soßen. Der hat eine Brown Sauce erstmal gemacht. Ja, die habe ich auch gemacht. Nee, und dann hat er noch mal eine Orange Sauce gemacht. Nee, die Orange Sauce hat er nachher im Topf zusammengekippt, ja, mit Brühe. Das sind zwei unterschiedliche Soßen. Ich habe die aber vorher zusammengekippt. Wie soll das jetzt gleich schmecken? Ja, es ist gleich, weil die gleichen Zutaten und gleichen Aromenkomponenten drin sind. Wir haben eine besondere Situation diesmal. Und zwar haben wir ja kein Gericht zum Vergleich. Das hat ja nur Moneyboy gekocht. Ich hab's aber vor ein paar Monaten original in den USA gegessen, Orange Chicken. Das heißt, ich habe da noch so eine leichte Sämigkeit auf der Zunge. Ich habe dieses Gefühl dieser geilen Soße, die sich im Mund ergießt, habe ich noch auf der Zunge. Und da möchte ich jetzt hin. Also, ich muss sagen, dein Hühnchen, es geht in Richtung Oktopus. Das hat so Puste. Also, es ist von der Sämigkeit, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Hätte ich es mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Ja, genau. Soße, ja, du suchst Soße da, ja, guck, die ist genau so. Orange Chicken Panda Express Style. Die ist genau so. Sie ist mir einen Ticken zu dunkel tatsächlich. So ein Sriracha, rieche ich. Soll ich es mal essen jetzt? Oh mein Gott, was schnupperst du denn daran rum? Na, was denn? Ich möchte bloß sagen, was ich ja halt nicht so geil finde. Was ist denn? Halt. Ist ganz schön säuerlich. Ja, ist ja auch Essig und Orangensaft. Orange ist säuerlich, ne? Ja, aber es ist nicht so ganz abgebunden mit Zucker. Also für mich ist es nicht ganz rund. Nee? Ich finde, es ist ein Ticken zu sauer. Ja, weil du so viel schmeckst. Ja, es geht gerade wieder, es kommt wieder. Ja, ja, genau. Ist gerade wieder da. Genau. Ich sag mal so, die Konsistenz geht in die richtige Richtung. Mir ist ein bisschen zu viel los. Die könnte noch ein bisschen oranger sein. Die könnte ein bisschen sämiger sein. Die ist fast zu dick. Meine Güte! Leute. Also. Wir lassen ihn jetzt weiter essen. Das ist mir echt zu blöde, weil das ist so eine Gaga-Nummer gewesen. Und jetzt versucht er natürlich irgendwo was zu finden, das genauso glasiert, das genauso knusprig. Es sind genau die gleichen Komponenten drin. Also, tschüss. Ich sag mal so. Jetzt mal ganz kurz. Es ist ein leckeres Gericht.
Es sieht toll aus. Lecker gekocht, gut gekocht. Aber ist es das Original? Eigentlich nicht. Moneyboy entscheidet, ob ich die Challenge gewonnen oder verloren habe. Hm? Und dann kommst du her und wir machen eine Challenge zusammen. Gegen Flo. Vielleicht droppst du jetzt nochmal vielleicht einen Achter. Oder ich kann anfangen. Der Boy ist am Gucken, in der Küche tut's spuken. Wenn Sebastian Lege in das Haus kommt, dann kommt bei mir erstmal alles ganz anders raus. Wenn du nicht weißt, wie du kochen sollst, dann halt doch mal Dur und Moll. Denn der Moll-Sound im nächsten Bit macht dich richtig crazy. Es wird ein Hit. Der Hit von dir ist ein kleiner Shit. Du versuchst mir eine Challenge zu geben, aber bist gar nicht so fit. Überhaupt, das Kochen ist für dich richtig schwer, denn dein kulinarisches Level ist ganz, ganz leer. Meine lieben Freunde, ich bin total happy. Mir macht es immer einen riesen Spaß, auch wenn der Spinner mir manchmal auch wirklich auf die Klöten geht. Liked uns und weiter so. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir das weitermachen dürfen und ihr auch so eifrig dabei bleibt. Also. Hast du gerade unserer Familie gesagt, weiter so, weiterschauen? Ja, klar, weiter! Dranbleiben. Die können natürlich noch zwei weitere Videos schauen und zwar dort. Genau. Und ganz wichtig, den Kanal abonnieren und in der Mediathek noch weitere Videos schauen. Alarm, Alarm, mach den Alarm, dann wisst ihr, wenn was Neues kommt. Aber wir sind ja sowieso regelmäßig montags und donnerstags für euch am Start. Und wir freuen uns. Wir haben richtig Spaß damit. Ciao.